Das dritte Heimspiel, die zweite Niederlage. Und die ausgerechnet gegen den Nachbarn aus Leverkusen. Für die Fans von Aufsteiger Fortuna Düsseldorf ein enttäuschender Derbyabend. Ja, bitter. War zwar ein bisschen zu erwarten, aber bitter. Ganz beschissen. War auch nicht wirklich verdient. Der Schiedsrichter hat ordentlich daneben gepfiffen öfter. Ne? Also war nicht so wirklich doll. War nicht unser Tag. Leverkusen ist schon stark, aber haben heute nicht also das Beste gezeigt, finde ich. Ich bin ein bisschen traurig. Eigentlich hätten wir in den ersten Minuten mal ein, zwei Tore machen können. Fortuna muss sich belohnen. Und dann kommen wir in Konter. Ja, und dann auf einmal brechen wir ein. Das kann auch nicht sein. Ja, na klar, scheiße. Bei, sag mal, erste Halbzeit war super. Statistik 8:0 Torschüsse. Und wenn du dann mit dem ersten Torschuss Ecke einen reinkriegst und dann war der Faden irgendwie verloren, na klar, extrem ärgerlich. Aber wenn ich das unfaire Verhalten von den Leverkusenern gesehen habe, also das verstehe ich gar nicht. Also, wenigstens waren es mir keine Tabletten mehr von Bayer. Eine von vielen möglichen Konsequenzen nach der 1:2 Derby-Niederlage. Aber die Leistung gegen Leverkusen macht auch Mut. Die Fortuna kann auf Bundesliga-Niveau mithalten, finden auch die Fans. Also die Saison bis jetzt hat gut angefangen. Ich glaube nicht, dass das schlimmer wird. Wir haben heute auch ein paar Mal gut gegengehalten. Ich glaube, die vorigen Spiele haben gezeigt, dass wir mithalten können, zumindest mit den unteren Regionen. Leverkusen zähle ich nach ganz oben. Deswegen, ja mein Gott, ein Torunterschied. Da können wir passieren, oder? Hey, ich sag mal, 5 Spiele, jetzt 5 Punkte. Das ist gut und dann holen wir eben 3 Punkte in Nürnberg. Das Duell der beiden punktgleichen Aufsteiger. In Nürnberg wollen die Düsseldorfer Saisonsieg Nummer 2.